Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir die Runde von Hirzenach. Das ist beim Pulsbachklamm. Schauen wir mal, was uns da alles erwartet. Wenn ihr Bock habt, geht er mit, wie immer, ne? Natürlich wieder dabei die Susi Outdoor. Hallöchen. Und das Waldfeeche. Heute mit besserer Laune. Hallo, Hallöchen. Und logischerweise, letztes Mal habe ich sie auch vergessen, die Maya. Hallo. Ach, komm schon wieder, lauf sofort. Auf geht's. So, sind wir schon am Einstieg. Schauen wir mal. War natürlich schon wieder von der Bach begleitet. Ja, so lieb ich das. Au. Der Einstieg ist immer wieder voll nach unserem Geschmack. Ist halt schon krass, wenn man aus dem Auto aussteigt und gleich geht's rund. Aber lohnt sich schon wieder voll dran. Das ist eine Teilstrecke vom Rheinsteig. Siehe da. Jo, und so geht's weiter. Also voraussichtlich ist das jetzt schon der Pulsbachklamm. Ich war mal die ganze Zeit beim Planen, nicht sicher, ob wir den schon gemacht haben. Keine Ahnung.
Und das Allerbeste ist, Mist, ich war schon wieder zu langsam. Die Frau Instagram habe ich nicht erwischt. Wunderschön. Ja, man kann es auch umständlich machen. So, schon besser. Geil. Pulsbach, klar, machen wir hinter uns, glaube ich. Naja, war nicht so groß, aber schön. Muss man mal gesehen haben. Ne? Und wie ich vorhin gesagt habe, Moment, vom gelben Rheinsteig gehen wir jetzt zum blauen Rheinsteig. Habe ich doch gewusst. War ich also doch nicht falsch. Okay, jetzt laufen wir erst mal so einen Weg da runter. Der ist, glaube ich, müssen wir hier und wieder zurück. Na, egal. War die Aussicht. Weltklasse. Aha. Warum stehen wir da? Na klar, weil hier eine Bank war und mein Kindchen Hunger hatte, ein bisschen. Okay, ein bisschen, ganz kleine Pause. Also, Pulsbachklamm, steil hoch. Die Wasserfälle, ja gut, kann man so nennen, muss man aber nicht. Wenn man jetzt Rheinsteig macht, sollte man mitnehmen und sehen. Aber ein schönes Stück nur wegen dem Klamm würde ich jetzt nicht daher fahren. Also. Ja, okay. Aber wir machen ja nicht den Klamm, wir machen ja hier eine Tour. Und die, pass mal auf, wird immer schöner. Ja, schön, schön. Wenn du jetzt noch die Bach durchging, wäre alles cool. Irgendwie geht es immer noch hoch. Aber muss feststellen, so langsam wird es wieder besser mit der Luft. So. Und wieder einmal ist so mein Lieblingsspot. Oh, was sehe ich da? Moment. Da war noch so ein schöner, frischer Aschgelecker Birkenrinde dran. Supi. Habe ich gleich mal ein Stückchen mitgenommen für später. Vielleicht haben wir ja wieder Klick. Ihr wisst ja, Kaffee-Time. Naja, schauen wir mal. Boah, der Weg, der wird immer geiler. Ich weiß gar nicht, ob man so richtig sieht jetzt wieder. Aber, jo, cool. Das Fahren.
noch so schön saftig grün. Herrlich. Mein Kind hat Arschtick. Birke mitgenommen. Okay. Reicht das? War die Buschbox noch her? Okay. Hätte ich das früher gewusst. Also, wie ich gesagt habe, jetzt sind wir blaue Markierung. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, die blaue Markierung ist auch dann der offizielle Rheinsteig. Und die gelbe Markierung sind eher so Abzweige davon. So irgendwie. Warum hatte ich schon immer so schön Maul? Über meinen super Schuh. Noch habe ich sie immer. Ich habe sie immer noch alle Loba. Und glatt schon wieder zweimal weggerutscht. Ja. Also geil. Ah, ist das jetzt ein geiler Weg? Was man da im Hintergrund hört, ist mal Frau. Die scheint gerade mit dem Hund. Weil heute hat sie irgendwie ihr 5 Minuten. Obwohl, es ist mittlerweile schon ihre Stunde. So, jetzt kommen wir an eine wunderbare Lichtstelle. Boah, jetzt wird es aber ehrlich richtig geil. Guckt euch an. Super. Und was ist das Schöne? Genau. Ich kann es wieder sagen. Ist das Wetter geil? Oder ist das Wetter geil? Wahnsinn, jetzt wird es auch wirklich schön. Super, gell? Der Weg wird auch immer mehr nach meinem Geschmack. Ja, immer mehr. So muss das sein. Schön mit der Loba. Gott allein, kann ich maulen. Unglaublich. Aber auch hier mit Loba rennen geht nicht zu empfehlen. Ach, geil. So, das war jetzt das kleine Teilstück. Sind wir jetzt einfach nur vor und wieder zurück, dass man da mal über die Felsen laufen kann. Das nennen die dann Märchenwald, weil das da halt ist. Man ist ja schon geil. Leider ein bisschen ausgetrocknet. Schon. Bin ich eh seltsam. Aber da knallt auch die Hitze. Ja. Jetzt laufen wir das kleine Stück schon wieder zurück und dann geht es auf der offizielle Route weiter. Wir haben jetzt ungefähr gut die Hälfte von der Tour geschafft. Bis auf den Tobel und das Felsstück ist es eher noch nicht so der Reißer. Schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Ich sehe schon schwarz, war mal Kaffeepause. Vor allen Dingen mit Buschboxfeuer, Kaffeepause vielleicht, ja. Aber kein Feuer. Wo wir jetzt gerade wieder so an so einem Lichtstück sind. Nicht wirklich tief im Wald, aber hoch auf dem Berg. Es ist immer noch so, Menschenmenge top. Der Weg so mehr eher so mittel bis jetzt, aber wir wissen nicht, was noch kommt. Die Luft, die wird eigentlich schon besser seit Corona, aber das war jetzt ein bisschen arg steil und ich war ein bisschen arg schnell. Das sieht man da drauf, dass ich fast alle laufe. Die Mädels sind weiter hin. Ich habe jetzt aber auch wieder meinen Hundi dabei, aber mir
Jetzt ist er wieder einigermaßen normal. Freunde, die irgendwie hier 5 Minuten gehabt. Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Aber wenn man so lichtes Stück kommt, nachdem man den Berg hochgekrabbelt ist, boah, alter Schlapper. Die Sonne, die hat heute Kraft. Unglaublich, echt. Ich sag 25 bis 27 Grad. Minimum. Aber jo. Schöner wie 10 Grad minus. Es gibt nichts Schöneres wie Frühling, Sommer, Herbst. Alles andere braucht kein Mensch. Ich hasse es zu frieren. Nichtsdestotrotz, ohne an Klamm, sehr, sehr viel Schnoke, wie wir sagen, Mücke. Klar, es wird jetzt warm. Das Wasser lieben die halt. Aber die Aussichtspunkte sind stellenweise wirklich cool. Und auch die Beschilderung. Oh, sehr gut. Wirklich klasse. Also von daher kann man sich gar nicht so arg verlaufen, außer man macht halt so eine Tour wie mir. Jetzt wird es wieder einigermaßen Gras. Mal wieder zur Luft kommen. Also mit der 250 Meter Steigung. Entweder stimmt die Zahl, aber halt die Menge nicht, weil wir sind jetzt halt mittlerweile 7-mal oder so Steigung hoch und wieder runter. Stelle weiß ja mit dem bisschen Klamm-Dings da. Okay. Keine vielleicht 250 Meter gewesen sei, aber bestimmt schon, also ich glaube es war jetzt schon 7-mal hochlaufen. Naja gut, wie gesagt, wir wollen es ja auch nicht anders. Ich erwähne es halt immer bloß, wenn sich jemand wundert, dass ich schnaufe wie so ein Walross. Ist aber immer noch, logischerweise noch nicht fit. Durch eine scheiß Krankheit und durch das mit dem Fuß. Zu viel Pause. Habe ich aber im letzten Video erklärt, was da war und warum ich schon längere Zeit keine Videos gebraucht habe. Wenn es interessiert, guckt sich das Video an. Zum Schluss von dem Video wird es nochmal eingeblendet. Könnt ihr es euch auch gucken. Okay, oder in der Playlist. Pfalzwölfer on Tour oder auf Tour habe ich, glaube ich, geschrieben. Ich weiß es gar nicht. Da kann ja die ganze Videos sogar sehen. Oder Pfalzwölfer Spezial. Dann sehen wir die Videos im Allgäu. Und wenn er die Glocke aktiviert, wisst ihr ja, dann sehen wir die zukünftigen Videos im Allgäu. Das dauert ja gar nicht mehr so lange. Vorbereitung läuft sozusagen. Aber desto müsst ihr euch noch angucken. Und das so eine schöne Aussicht ist. Und das affe geile Wetter. Und ich hab's erwischt. Die Frau Instagrams. Jawohl. Englisch kann ich es wieder sagen. Das ist halt so ein Gag bei uns. Wir haben ja genug Ängste im Leben und genug Scheiße vor der Tür. Von daher machen wir halt auch mal ein paar Gags. Ach, wenn es bei der Erde auch noch ein Kind ist, ist mir aber egal. Jo, herrliche Aussicht bei brühender Sonne. Mit dem Hund, der alle 5 Minuten stehen bleiben will. Oder, nein, der muss mich führen. Heute ist der Wurm drin bei meinem Mufti. Ich liebe so abgöttisch, aber heute könnte ich sie den Bett nur schmeißen. Mein lieber Schulli, hat die heute einen Schwachen. Ich habe schon extrem gefreut, wie wir die Rucksäcke gepackt haben. In Zukunft, glaube ich, ist das ein Warnzeichen für mich. Gut, jetzt geht's aber einigermaßen. Man muss also ein bisschen zurecht rupfen. Aber es geht schon. Passt. Jo. Ah, die Aussicht. Oh. Schön, schön, schön. Okay, jetzt kommen wir an so einen kleinen Ort. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Ich hoffe, wir kriegen jetzt endlich mal die Möglichkeit,
ein bisschen größere Pause zu machen. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Ich bin also mit dem fast leeren Magen aus der Tür raus. Ich habe ein Stückchen Kuchen gegessen. Und das war's. Ein ganz kleines Stückchen. Und jetzt kriegen wir halt mal ein bisschen Hunger. Das ist jetzt, glaube ich, schon 16, 17 Uhr irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich gucke eigentlich nicht auf die Uhr, wenn wir unterwegs sind. Habe ich euch, glaube ich, auch mal erzählt. Interessiert mich eigentlich nicht. Ich komme morgens nicht schlecht aus dem Bett, aber schlecht weg. Und da ist mir es eigentlich egal, wenn wir wegkommen, weil es mir auch egal ist, wenn wir heimkommen. Ob das jetzt 18 Uhr ist, 20 Uhr oder 24 Uhr oder 11 Uhr morgens, mir ist scheißegal. Ich genieße es. Ich gehe gerne an Tour. Ich gehe nicht die Tür raus, um irgendwann wieder heimzukommen. Ist mir gerade egal. Für mich gilt es nicht nur Kilometer zu machen und irgendwie Leistung zu bringen, sondern auch die Umwelt zu genießen. Das, was man sieht und erlebt, zu sehen und zu erleben. Oh, war das ein Satz. Und eine Pause zu machen, wenn ich eine Pause machen will. Kleine Empfehlung, wer da reinsteigt, komplett machen will, à la Saki oder so, empfehlenswert, entweder im Herbst oder am ganz frühen Frühjahr, wo die Temperaturen noch nicht über 20 Grad gehen. Weil jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, man sieht es schon auch, heftig, wie oft es im Freien ist, wo kein Wald ist und wie das auf die Birnen knallt, mein lieber Scholli. Wir haben eigentlich heute gar nicht so viele Kilometer, aber halt die Höhe ist abartig, also immer wieder hoch runter, hoch runter, hoch runter. Kennt ihr ja. Boah. Aber halt immer wieder direkt so ins Freie wie jetzt. Halt. Boah. Ich kann euch sagen, ja. Heute knallt uns die Hitze aber mal so richtig hin. Vor allen Dingen noch nichts gegessen, da kommt Freude auf. Jetzt gehen wir auf den Rheinburgenblick, auf so einen bescheuerten Weg. Winke mal da hin! Ja, und natürlich wieder berghoch. Klar. Das soll schon einen Rheinburgerblick geben. Ne? Schauen wir mal, ob wir da jetzt englische Plätze finden, wo wir uns eigentlich mal gemütlich was zum Essen zuführen können. Oh, leg mich am Arsch. Okay. Es wird gerade wieder sausteil. Oh. Ah, okay, da ist schon ausgeschrieben. Passt. Von dem bescheuerten Weg weg. In diese Richtung. Gut. Oh, Schatten. Geil, Omas. Sorry. Es war aber ein bisschen steil schon wieder. Und ein bisschen warm. Und überhaupt, ich habe Hunger und Durst. Und überhaupt, ich saß meiner Mama. Ah, da guckt. Schön. Komm hier ursprünglich sozusagen vom Rhein. Ludwigshafen am Rhein. Ein bisschen vermisse ich es schon, wenn ich ehrlich bin. Boah, jawohl. Es hat sich rentiert. Yes, Baby! Ja, manchmal zahlt es einfach aus. Guckt euch das geile Ding an. Klatsch und ein Overnighter. Und ein Bushbox-Feuer. Alles da. Jawohl! So muss das sein. Und diesen Blick. Die Hütte ist eigentlich relativ sauber. Ja, ist okay. Die Decke, schön. Und wie gesagt, die Aussicht. Hammerhart. Hammerhart. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr gerechnet. Das freut mich jetzt wieder. Jetzt machen wir mal so richtig gediegene Pause, weil wir haben Hunger. In diesem Sinne, ich melde mich gleich wieder.
So, unser Pulsche ist rum. Gestern haben wir. Kaffee gibt es keiner. So, obwohl ich immer sage, ohne Kaffee, ohne mich. Aber irgendwie habe ich jetzt doch keine Lust gerade, weil, Moment, ich zeige es euch. Da die Lagerfeuerstelle, das ist ja gar keine, die ist ja nicht wirklich legal. Ne? Das wollte ich jetzt nicht unbedingt fortführen. Und da in dem Häuschen, das ist halt auch so eine Sache. Ja, jetzt mache ich da Feuer, dann heißt das war ich. Ne, wollte ich auch nicht. Und so toll ist es doch nicht. Die Anfangseuphorie, die hat sich dann doch wieder erledigt, weil die Gritzlerei da und alles, was zifft und die Kippe, wo sie wieder war. Ach, ich verstehe sowas nicht. Gut, muss ja alles verstehen. Und wenn wir jetzt da Kaffee gemacht hätten, ja, war ein bisschen warm heute. Wollten wir jetzt auch nicht unbedingt. Also von daher gibt es halt keinen Kaffee. Wir gehen, Moment, wir gehen jetzt wieder Richtung Rhein, Richtung Parkplatz wahrscheinlich. Ich glaube nicht, also die Umwege haben wir jetzt nicht gemacht, wie ich es eigentlich vorgehabt habe. Bis auf den Ende da mit den Felsen, das war cool. Ja, weil uns hat die Tour jetzt nicht so wirklich gut gefallen. Also ich persönlich würde der Tour, naja, vielleicht eine Note 5 oder 4 geben. Ja, 4 geht vielleicht auch noch. Aber eher so in dem Modus muss man den nochmal machen. Nichtsdestotrotz, besser wie der heimgesessen, ne? Also und daher, geht raus, erlebt die Natur, da habt ihr was davon. Und besser wie Fernsehen gucken ist es immer. Moment, ich gebe euch mal Annie. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. So, da braucht ihr nichts mehr so hinzuzufügen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen hoch, muss ich nicht jedes Mal erwähnen. Abo da lassen. Jo, ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Geht raus. Erlebt die Natur, kann ich nur mehr wie immer sagen. Erlebt die Natur. Selbst heute, die Tour war kacke und trotzdem war es gut. Immer noch besser, habe ich nichts gemacht. Von daher passt es schon irgendwie. Das Monster habe ich auch wieder drauf gerade heute. Schön mit Gewicht. Ist aber alles für Trainingseffekte. Ich muss mich auch wieder trocken werden. Oberstdorf winkt schon ein bisschen. Jo, von daher macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist, Pfalzwölfe on Tour. Ich wünsche euch was super, super Schönes. Ciao.